Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Starfield. Wir haben immer noch ein, ja, spannendes Problem sozusagen. Ich dachte, du bist unterwegs und... Ja, ist ja gut. Wir haben immer noch den einen oder anderen Verteilerkasten, den wir uns jetzt hier anschauen sollen. Eigentlich nur noch einer. Und die Trade Authority war gar nicht dafür verantwortlich. Wo ist der denn? Da oben? Wie komme ich denn da hin? Sondern irgendeine Dritte. Irgendjemand Drittes. Der das vielleicht sogar ihr in die Schuhe schieben wollte. Und es gilt jetzt zu lösen... Ja, auf jeden Fall gilt erstmal zu lösen, wie wir da hochkommen. Wie kommen wir denn da hoch? Schön, dich kennenzulernen. Genau da oben ist das. Führt da lang, führt da lang. Hab ich dich erschreckt? Führt da lang. Hier ist Glas vorne, sonst hätte ich da vielleicht irgendwie... Okay, das ist tricky. Das ist tricky. Kann ich mir meinen Weg da irgendwie hochcheaten? Hey, du müsstest gleich... LOL, tatsächlich. Funktioniert das Ding? Ich erwarte, dass du mich über verdächtige Aktivitäten informierst. Verstanden? Und Zoe ist auch hier, falls dir das nicht schon klar war. Wir arbeiten zusammen. Leg den Schalter um, dann lotsen wir dich zum nächsten Verteilerkasten. Das ist dann wahrscheinlich der hier oder so, ne? Na gut, das Spielchen geht weiter. Ich habe keine Ahnung, wo der normale Weg gewesen wäre, den man hätte laufen sollen, um hierher zu kommen. Waffenwerkbank. Oh, mit Aluminium und Nickel. Ich kann hier tatsächlich, glaube ich, schon ein paar Sachen machen. Ich habe tatsächlich ausnahmsweise mal... Alter, du kannst sogar Skins auf die Waffen klatschen. Wie geil. Was benutzen wir denn am meisten? Die Sniper, ne? Ist das die Sniper? Das ist die Sniper, ja. Das heißt, Lauf... Wieso... Benötigte Forschung. Oh, brauche ich für alles eine Forschung jetzt hier? Nee, hier, das hier kann ich installieren. Puh, das sollte deiner Waffe etwas mehr Wumms verleihen. Na, wobei, das ist bei Präzision... Ah, das ist bei Schüssen aus der Hüfte. Das war vielleicht jetzt nicht die allerbeste Idee. Aber okay, immerhin schon mal das erste Upgrade gemacht. Also das kann ja auch jetzt nicht schaden. Nehmen wir einfach mal mit, würde ich sagen, ne? Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Okay, jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Zoe, ich weiß, wie man... Ignoriere sie und geh zu Kasten 45A, okay? Unabhängig von eurem Zickenkrieg da, ist dieser Kasten viel, viel näher an mir dran. Der Vernunft hörst. Der Verteilerkasten ist ganz nah. Wir haben das gleich erledigt. Ordentliche Arbeit. Miss Reyes und mir ist aufgefallen, dass der nächste Knotenpunkt auf diesem Diagramm nicht eingezeichnet ist. Sie meint, dass er nicht auf dem Unterdeck ist. Er ist irgendwo oben. Also eigentlich außerhalb meiner Zuständigkeit. Aber wir sind uns einig, dass wir das zu Ende bringen müssen. Wenn du nach oben gehst, rufe ich die richtigen Diagramme auf. Ich musste mich hier auf jeden Fall für den entscheiden, der näher bei mir ist, ne? Der war ja direkt nebenan. Den wollte ich eindeutig lieber nehmen als den anderen, wo ich noch woanders hätte hingehen müssen. Na, guter Tag heute. Dann müssen wir zum allerersten Mal tatsächlich für den Verteilerkasten nach oben gehen und das Unterdeck verlassen. Was eigentlich... sonst nicht der Fall war. Miss Reyes sucht noch die nötigen Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Gut, Leute mit Dienstmarke zu sehen. Bevor sie zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest, bringst du zuerst mir. Das Mast bekommt von mir, was es braucht.
aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, während du zum Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber irgendwo dort ist sie. Eigentlich ein gutes Argument, ne? Gute Bezahlung ist immer auch ein gutes Argument. Wir könnten uns bald tatsächlich ein neues Schiff kaufen. Das Ding ist, wenn ich bei dem Schiff auch mehr Crewmitglieder einstellen kann, dann würde es mir wirklich auch einen Vorteil bringen, ne? Vielleicht kann ich aber auch mein Schiff modifizieren, sodass ich mehr Leute einstellen kann. Und ich behalte die Frontier einfach. Hey, du näherst dich. Es ist wohl irgendwo in der Nähe des Athena Towers. Zoe sagt, außen am Gebäude gibt es einen Verteilerkasten. Woher auch immer sie das weiß. Ich hab ihn. Man weiß nie, wann eine Information nützlich ist. Okay, das ist unerwartet. Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem Wohnturm befinden. Ja, das ergibt Sinn. Jetzt fällt mir wieder ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Bestimmt hat das damit zu tun. Das solltest du dir mal ansehen. Na schön. Ihr scheucht mich hier durch die ganze Stadt. Meinetwegen. Oh, hier muss ich aufknacken jetzt. Okay, let's go. Also, das passt schon mal. Dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir hier an. Das passt. Ah, okay, nee. Das war schlecht. Es darf nicht nur einer übrig bleiben jetzt. Das geht ja dann nicht. Na, ich glaube, wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen. Das war nicht richtig. Hä? Aber es darf doch nicht nur einer übrig bleiben am Ende. Weil wir haben doch nie, wir haben doch keinen mit einem. Das ist ein automatischer Platz. Das war falsch. Das sieht schon besser aus. Oh ja, das sieht wesentlich besser aus. Jetzt haben wir's. Tja, das Schloss ist Geschichte. Programmupdate. Aktuelles Slicing-Ziel. ATM-Transfergebühr. Slicing-Wert 0,001 Credits pro Transaktion. Gesamtwert 305.326,130. Daten herunterladen. Luisa Reis oder liefere Zoe Kaminski? Ach, ich glaube aber, ich muss hier der gute Mensch sein, der auf die Bezahlung verzichtet, auf die große Bezahlung verzichtet und es stattdessen der bringt, der wir schon von Anfang an geholfen haben, oder? Letzte Nachricht. Dot Jason. Meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt solltet ihr genug Saft haben, um das Problem ununterbrochen laufen zu lassen. Also nerv mich nicht länger, ich erwarte meinen Anteil. Und schließ die verdammte Tür ab. Hier soll niemand herumschlüffeln. Selbst wenn die Galbank die fehlenden Credits bemerkt, haben sie keine Spur. Sie werden es als Fehlfunktion abtun, so wie immer. Da das Geld digital ist, können sie so viel herstellen, wie sie wollen. Newman. Es ging also darum, von der Bank Credits abzuheben, ja? Okay. Das ist evil. Ja, also ich glaube, ich gebe den Beweis. Wir geben den Beweis derjenigen, der wir von Anfang an geholfen haben. Das erscheint für mich, das ist das einzig Richtige, meiner Meinung nach. Ich gehe in dem Game eher auf Empathie. Das heißt, meine Begleiter finden es sicherlich auch besser, wenn ich statt großen Bezahlungen immer lieber den Leuten helfe und empathisch rüberkomme.
Deswegen habe ich auch bisher meistens immer die Antwortmöglichkeiten genommen, die halt nett und freundlich und nachvollziehbar sind. Und nicht so aufmüpfig halt, ne? Tja. Und so sind wir halt dementsprechend. Dann würde es jetzt nicht so gut zum Charakter passen, wenn ich mich quasi aufkaufen lasse hier. Und bestimmt will sie das aufkaufen, weil sie verschleiern will, dass die da was verkackt haben. So, das würde dann wahrscheinlich einfach... Sie kauft uns quasi das ab, aber sie macht, wird das niemals der Öffentlichkeit präsentieren, weil es quasi eine Lücke in deren System war, dass die es geschafft haben, das Netz in ihrem Gebäude so zu verkabeln. Und das würde sie wahrscheinlich einfach vertuschen wollen. Wohingegen, wenn ich es der anderen gebe, dann wird das wahrscheinlich rauskommen. Ja, Gerechtigkeit ist hier das, was wir wollen, oder? Tu mal das, von dem ich denke, dass es das Richtige ist. Es wird wahrscheinlich im Endeffekt keinen so großen Unterschied machen. Wir kriegen entweder von ihr was oder von der anderen. Irgendeine Belohnung werden wir auf jeden Fall immer kriegen. Wird langsam spät. Ich kenne Leute wie dich. Lässiges Weltraumass. Muss cool sein. Du hast es also gefunden. Und? Hast du was für mich? Jap, bitte sehr. Klasse. Ich lasse es vom Mast analysieren. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. 2500 Credits gab es trotzdem. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Wunderbar. Ich habe bei einer Spacer-Leiche eine Notiz über einen geheimen Außenposten. Lies die Slate über den geheimen Außenposten. What? Wann ist das denn passiert? Hier. Treue gegenüber der Crew schon klar, aber scheiß drauf. Tötet, wenn es sein muss, um nach den Nebola 1B zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten, eine einmalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin, sonst bereust du es für den Rest deines Lebens. Alter, okay. Das ist, sehr weit weg. Das ist sehr, sehr weit weg. Und würde viel Treibstoff verbrauchen. Das war auf dem anderen Planeten. Hier haben wir noch ein Paket abzuholen. Auch so weit weg. Warte mal, das ist der gleiche Planet, ne? Dann würde es sich wahrscheinlich wirklich lohnen, dahin zu fliegen. Hä, wieso unerforschte Route? Ich will doch nur dahin, Mann. Ich will hierhin. Danke. Emerson ist, fühle ich mich so langsam heimisch. Und jetzt will ich dahin.
fertig. Viel Spaß in Neon. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Neon. Bewirb dich auf einen Job bei einem Automaten von... Okay, das kann ich bei Neon auch machen. Good to know. Aber eigentlich wollte ich noch weiter. Und zwar dahin. Da gibt es ein Paket für uns abzuholen. Ich sollte wahrscheinlich gleich beide Quests auf einmal machen, die hier sind. Die andere Quest ist noch ein System weiter. Da sollte ich gleich auch noch hin. Bevor wir dann nachher wieder zurückgehen. Stelle sauber, dann mal runter. Ich mach kein Smalltalk mit dir. Ja, okay, sorry. Dann halt nicht. Das sieht so geil auch hier aus wieder. Ja, mit dem Paket. So, das haben wir. Und jetzt gäbe es das noch. Das ist nur ein Planet, das ist nur ein System weiter, richtig? Jep. Hin da. Was? Oh Gott, oh, die fighten da. Warte, warte, aber die fighten gegenseitig. Da muss ich gar nichts mit zu tun haben, oder? Ich kann, glaube ich, einfach vorbei. Da waren zwei Fraktionen, die sich gerade gegenseitig beschossen haben. Ich will da gar nichts mit zu tun haben, Jungs. Ich bin hier nur auf der Durchreise sozusagen. Landestelle fixiert. Alles okay, alles okay. Ich erkunde jetzt das Versteck der Mantis. Alles gut, Jungs, alles gut. Ich suche nach feindlichen Lebensformen. Oh, what the fuck? Sorry, sorry, Jungs, ich wollte nur Hallo sagen eigentlich. Hä? Ich wollte gerade fragen, wo ist meine fucking Sniper? Wo ist meine fucking Sniper? Warum habe ich meine Sniper nicht mehr? Habe ich die ihr gegeben aus Versehen? Das wollte ich gar nicht. LOL. Sarah, hast du meine Sniper? Kann ich helfen? Lässt du mir ein paar Sachen da? Nee, wo habe ich meine Sniper versehentlich verkauft oder was? Dann mal tschüss. Scheiße. Wollte ich nicht. Auf jeden Fall haben die das hier mit ihrem Leben verteidigt, aber sind jetzt letzten Endes trotzdem gestorben. Ich werde das Geheimnis erkunden. Alles gut da mit den Kisten? Oder was? Gerade wo ich sagen wollte, die trifft ja fast immer. Die Pistole, die ist ja richtig geil. Mist, 20 Mal. Level 30, willst du mich verarschen? Oh, oh! Aber die ist geil, die Pistole. Die ist trotzdem richtig geil.
eurer Fehler. Boom, vom Himmel geholt, den Spinner. Geil. Quatsch. P. Es sind Fähigkeiten. So. Wie viel braucht... Töte 100 Gegner mit Pistolen, dann kann ich das letzte davon theoretisch skillen. Laserwaffen, Nahkampf. Gewehre verursachen 10% mehr Schaden. Schwere Waffen. Zusätzliche Munition. Oh, so wichtig. Ich muss noch zwei Behälter durchsuchen. Ich muss nur noch zwei weitere Behälter plündern, dann kann ich das skillen. Ich will das skillen. Munition ist vor allem super wichtig. Zusätzliche Munition wäre wirklich super. Diesen Skill hätte ich gerne. Das soll mein 11. Punkt werden. Zwei Behälter noch. Oh, okay. Aus Versehen übersprungen. Die damalige Zeit. Es war die beste aller Zeiten. Und es war die schlimmste. Es war das Zeitalter der Weisheit und es war das Zeitalter der Torheit. Es war die Epoche des Glaubens und es war die Epoche der Skepsis. Es waren die Tage des Lichts und die Tage der Dunkelheit. Es war der Frühling der Hoffnung und es war der Winter der Verzweiflung. Alles lag vor uns und nichts lag vor uns. Wir steuerten alle direkt auf den Himmel zu und waren ebenso direkt auf dem Weg in die Hölle. Kurzum... Die Zeit glich der heutigen so wenig, dass einige der lautstärksten Obrigkeiten darauf bestanden, dass sie im Guten wie im Bösen nur im Superlativ des Vergleichs aufgenommen wurden. Alter, das war krass. Erfahre mehr über das Mantis-Versteck. Ja, würde ich sehr gerne. Ich versuche jeden Hinweis hier mitzunehmen. Ankunft im Versteck. Leon Wolklein. Unmöglich. Die Mantis ist doch ein Märchen. Erfunden, um die Piraten unter Kontrolle zu halten. Naja, möglich ist es. Sie hat nie erzählt, wie sie an ihr ganzes Geld gekommen ist. Und sie hatte immer alles im Griff. Das ist ziemlich heftig. Den mochte ich sowieso nicht. Sagt sie, wenn ihr Mate stirbt. Geil. Lol. Sehr gut, Leon. Du hast es fast geschafft. Ich weiß, dass du es schwer hattest. Die Mantis zu sein, ist eine schwere Last. Aber du kannst so viel Gutes tun. Den Spacern und Piraten das Fürchten lehren. Ihnen klar machen, dass manche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Du hast das Zeug dazu. Ey, die Pistole ist ja richtig safe. Ich weiß es. Konzentriere dich weiter. Es ist nicht mehr weit. Ich fange gerade an. Oh, Jesus Christ. Vorsicht. Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ist überhaupt kein Problem. Das wird böse für dich enden. Oh, Medikit nehmen und schnell andere Waffe. Schon wieder Munition leer. Mutter sah nicht gut aus, aber sie war sie.
Genauso irre und kryptisch wie immer. Ich bin fast überrascht, dass sie sich an ihren Sohn erinnert hat. Es war starker Tobak. Fast berührend. Aber dann kam die Pointe. Kein Erbe, bis ich mich zu Mutters geheimer Basis begebe. Auf den Nebula 1b. Und sie endet nicht mit "Ich hab dich lieb" oder "Ich bin stolz auf dich". Nein. Sic Semper Tyrannis. Meine Güte. Immer dieses dumme lateinische Sprichwort. Ständig wiederholt sie das blöde Ding. Danke, Mutter. Tausend Dank auch. Ja? Hast du was Nützliches? Viel. Lichtbogenschweißer. Warte mal ganz kurz, ich schau nochmal. Okay. Jetzt ist sie auch fast voll. Vielleicht ein anderes Mal. Jetzt kann ich nicht mehr viel mitnehmen und muss dann wirklich wieder erstmal verkaufen gehen. So, haben wir denn jetzt... Haben wir die Herausforderung jetzt? 24 von 25. Ey, ein Behälter fehlt mir noch. Komm schon. Leichen zählen nicht als Behälter. Oh, hi. LOL. Das war nicht meine Absicht. Ich schwör. Ich schwör, das war nicht meine Absicht. Eigentlich könnte ich ja mal so eine Splittergranate ausrüsten, oder? Achso, wie werfe ich die mit G? Ja, mit G. Sehe ich irgendwo, wie viele Medipacks ich noch habe? Hab einen Lauf! Du kannst nichts! Nichts! Ist ja gut, bleib mal ganz cool, Sarah. Ich muss mich auch mal endlich entscheiden, ob ich Sarah oder Sarah benutze. Ich mach mal so, ne? Was war das gerade? Lol, das war gerade weird.